hab's mitgenommen. Ich hab's mitgenommen. Hey, was hast du mitgenommen? Das weiß ich gar nicht. Also, wenn ich war... Ja! Na, immer wieder. Dann macht das wenigstens, gucken wir nach. Nein! Jetzt wird's ungemütlich, seitdem du da bist. Mann! Also, ich grüße euch erstmal. Nein, tun wir nicht. Hallo. Fangen wir gleich an. Wir fangen an. Was war das Thema? Delfin. Entschuldigung, dass du eine Delfin-Bettwäsche habe. Ja, sowas hatte ich nicht. Ich kann mich bloß noch erinnern, dass mein Bruder zum 17. Geburtstag sich ein Handtuch gewünscht hat. Und dann hat er von meinem Großonkel hat er so ein Delfin-Handtuch bekommen mit so Glitzer. Und der packt so aus so. Danke. Okay. Wir haben noch gar nicht. Wir sind jetzt schon vom Thema abgekommen, obwohl wir noch gar nicht vom Thema angefangen haben. Was hat das Thema nochmal? Fasten. Also, oh ja, stimmt. Fasten ja oder nein? Magdalena, fastest du? Ja. Ja. Süßigkeiten. Alkohol. Zigaretten. Diese Tauben. Na und? Also mein Nährschatti macht auch so. Ich bin halt ein Bunny. Ein Playboy-Bunny. Playbunny. Wie heißt die Teile? Playboy-Bunny? Echt jetzt? Das ist ein sehr langer Name. Ich glaube schon, oder? Bunny? Bunny, ich glaube Playboy-Bunny. Wir sind bei Fasten und reden über Playboy. Ich faste Pornos. Ja, wir waren bei Fasten und ja, ich faste auch. Du auch. Aber ich faste Fleisch und wie immer. Das ist. Nein, Kathi fastet nicht. Ich faste schon. Nein, du fastest nicht. Ich faste schon. Du hast heute Fleisch gegessen, Mann! Doch hast du. Du hast eine Wurst gegessen. Nein. Doch? Nein. Lüg mich vor der Kamera. Das war eine vegetarische Wurst. Und vegan. Und vegetarisch. Die hat meine Mama gegessen und extra mitgebracht, weil die vegetarisch sind. Magdalena verbreitet Lügen. Sagst du. Mann, jetzt wissen die meinen Namen im Internet. Die hast du doch schon selbst gesagt. Die Magda habe ich bloß mal gesagt, okay? Ja, jetzt wüsste man nicht, dass du Magdalena dann heißt. Außer du, Mensch. Hey! Wie gesagt. Oh. Hältst du es für eine gute Sache? Das pfiff ich mal. Das hindert mich daran, fett zu werden. Du bist richtig fett, weißt du? Ja, ich weiß, deswegen fasse ich auch. Ja, du fastest nicht. Ich faste schon. Du fastest Fleisch seit ungefähr 5 Jahren. Das ist total dumm. Das ist doch nicht dumm. Doch, zu sagen, dass du da fastest, schon. Weil ich meine, du fastest ja in dem Sinn nicht, sondern das hast du ja so für dich entschieden, dass du kein Fleisch mehr isst. Deswegen. Ich esse doch immer Fleisch. Du isst nicht. Ja. Die Kathi fastet. Ja. Nein, keine Ahnung. Ich finde, also ich faste schon, weil ich sag halt, dann... Ist es jetzt machst du es wegen Religiösen? Oder machst du es einfach, weil du es machen willst? Ich weiß nicht so. Ja, eine gute Frage eigentlich. Ja, eigentlich schon. Ich meine, gut. Nur weil die Kirche sagt, dass jetzt da Fasten angesagt ist oder so, mache ich es nicht, sondern ich meine, wann natürlich nütze ich sozusagen aus, dass man in dieser Zeit halt was fastet. Also ich finde es schon gut, dass die Kirche das sozusagen sagt, weil ich finde es immer einfacher, wenn du schon sozusagen eine Vorschrift hast, so einen Rahmen hast, da wo man sich einhalten kann. Ja. Ich meine, wann würdest du denn sonst fasten? Nie. Und deswegen finde ich es schon gut. Und ich meine, wenn ich jetzt was faste, dann freue ich mich ja automatisch wieder mehr drauf. Ich glaube, man macht es einfach, weil man sich sonst nicht so bewusst ist. Ja. Und in der Zeit ist man sich so bewusst. Weil man es da machen kann und sonst, da hält man es auch wirklich so machen, ein. Aber man hält es sich ein, wo man denkt so, ja, das ist dieser Zeitraum, wo man das macht. Und da kann man aber es ist eigentlich dumm, dass man es so auch nicht macht, dass man sich jetzt nicht sagt, ja okay, jetzt fast ich 10 Tage sozusagen außerhalb von dieser Tage Zeit. Ja, nichts. Ja, mein Gott, 40 Tage außerhalb von der Fastenzeit, dass man es halt nicht in dem Zeitraum macht, wegen halt, ja. Aber ich meine, du fastest ja auch nicht durch, sag ich mal so.
Ich, hä? Nein, am Sonntag ist kein Fastentag. Ja, ich esse trotzdem nichts. Ich auch nicht. Ja, also wenn, dann kann man schon durchziehen, finde ich. Ja, aber so... Was war die Frage? Was? Die Frage, die du mir gestellt hast. Meinst du die vor 5 Minuten, oder? Was du, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit... Fastest du... wegen Kirche? Ach so, ja, genau. Halt, wolltest du mir die Frage stellen? Nein. Nein, sondern... Nein, ja. Ich faste generell, weil ich mich dann wieder mehr auf Sachen freue. So, Kathi, auf was fastest du? Ach, das wissen wir jetzt schon, auf Fleisch, hoppla. Ja, ich finde es halt dumm, dass wir alle so dumm sind, sag ich jetzt mal, dass man sich vorher, dass man nicht in einem anderen Zeitraum das macht, sondern immer nur dann dran denkt und sich da erst bewusst ist. Ha, das ist irgendwie dumm, aber du machst es trotzdem, weißt du? Ja. Apropos Kirche, was hältst du von Kirche? Das ist jetzt ganz schlecht, Kathi, du. Nein, wieso? Weil du ganz genau weißt, dass ich einfach relativ sehr katholisch bin. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, nee, aber ich weiß ja nicht. Hä? Was die Community davon hält! Ah! Ja, das ist doch scheißegal, ist deine Meinung. Ja, ich weiß. Also. Nein, aber. Hanna, ich. Wir schweifen vom Thema ab. Wir schweifen nicht vom Thema ab, das gehört dazu. Nein, also. Kirche gehört dazu. Ja, gut, aber ich sag. Ich weiß nicht, was ich halten soll. Nein, ich finde. Gut, ich meine, ich finde es schön. Was heißt schön? keine Ahnung, es ist halt so. Ich bin da halt dabei. Fertig aus. Also ich finde, bei Kirche ist so eigentlich diese Gemeinde, ja, so das Ding, warum Kirche eigentlich gut ist. Aber deswegen kommt es halt auch von Kirche zu Kirche drauf an, ja, ich, was für eine Gemeinde da ist, ja, und ob die Kirche dann überhaupt, ob Kirche allgemein dann, also ob Kirche dann überhaupt cool ist. Ja, weil wenn die Gemeinde scheiße ist, ja, dann bringt mir da hinzugehen und alles, was da kacke ist, bringt mir das dann auch nicht hinzugehen, weil ich dann keinen Spaß dran habe. Ja, nee, vor allem, ich glaube, die meisten Leute, die halt so nicht in der Kirche sind oder nicht so aktiv, sondern so katholisch sind oder so, und du sagst dann, ja, ich gehe halt in die Kirche oder so, dann denken die so, boah, die geht halt in Sonntag, Kirche, Gottesdienst, bla bla bla. Aber dabei umfasst ja das Wort Kirche sozusagen einfach viel mehr. Ich meine, ja, ja. Du kannst in der Kirche alles machen. Ich meine, nur weil man Kirche sagt, heißt es ja nicht automatisch, dass du da jeden Sonntag in die Kirche gehen musst und da brav sitzen musst und, ja, wartest, bis du, sondern in der Kirche kannst du ja wirklich viel machen. Ich meine, da gibt es Jugendarbeit, da kannst du mit Kindern arbeiten und generell, du lernst da wirklich viel. Ich meine, das heißt ja nicht nur der Scheiß da, wo jeder denkt, boah, Kacke. Ja, genau. Ja, ich finde eben, was viele immer so mit Glauben verbinden, ja, dass immer so jeden Sonntag in die Kirche gehen, deswegen glaubt man nur an Gott, deswegen, ja, ich immer so, hä? Ich kann doch auch so an Gott glauben, ich kann auch hier zu Hause beten, ist genauso. Ja, ich meine, du musst ja nicht nur weil du katholisch bist, musst du ja nicht automatisch in die Kirche gehen. Ich, ja, meine, ich finde es auch absolut, ja, ich finde es ja auch absolut okay, ja, ich meine, Entschuldigung, aber man muss nicht in die Kirche gehen. Gut. Aber jetzt zum Beispiel ich habe so gute Freunde da dort kennengelernt und die werde ich nie wieder vergessen. Ich meine, wir machen da Public Viewing oder machen so einen Chiller-Abend oder sonst irgendwas. Ich meine, da sind ja nicht nur alte Leute, wie ihr denkt. Ja. Da sind halt ich glaube so. Sondern da sind ja auch solche Leute wie wir, ja? Ich meine. Ja, bei uns ist okay. Ja, saugen. Genau. Perfekt. Timing. Perfekt Timing. Ja. Ich hoffe, man hört das Saugen jetzt nicht unbedingt so. Wow. Ich hab wieder mal angeschaut. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei Schmuck. Gerade waren wir noch bei Kirche und Gemeinde und jetzt sind wir bei Schmuck. Machst du das? Das sind meine alten. Zur Verteidigung, die habe ich mir mit 10 gemacht. Und ich habe meine alten Kinderfilme da noch drin. Aber du. Nein. Die habe ich noch meine Lichter aufgehoben. Die schaue ich mir nicht an. Die schaue ich nie an. Nie. In ihrem neuesten märchenhaften Abenteuer
Tanzen Barbie als eine von 12 Prinzessinnen in die Herzen aller Zuschauer. Als schöne Prinzessin. Genevieve? Genevieve! Warte, warte. Sometimes you're gonna have to look. Aber ich kann auch noch eins. Das Diamantschloss. Ich weiß genau, wir werden es finden. Wir werden es finden. Do you wanna build a snowman? Willst du einen Schneemann bauen? Let it go. Warte, das hat Helene Fischer gesungen, gell? Nein. Doch, Mann. Deutsche? Ja. Nee, doch. Nein. Doch. Nein. Helene Fischer hat in ihrer Wintershow das gesungen. Oh, du wie du. Ich wäre so gern wie du, wie du. Den habe ich auch mal gesehen. Ich möchte gehen wie du. Stehen wie du, wie du. Ich wäre wie du. Stehen wie du, so wie du. Und ich hab's falsch gesungen. Aber es ist mir egal. Und die Stelle, wo ich singe, nimmst du bitte wieder raus. Nein. Ich wär so gern wie du. Wärst du nicht? Nein, lieber nicht. Besser. Lieber nicht. Okay, wir sollten nicht bei dir. Genau, Leute. Wo waren wir? Bei Fasten. Jetzt kann ich Fastet ihr Pferd schon? Ja, genau. Das hab ich früher, glaube ich, immer gemacht. Hab ich nie geschafft. I know that. I know that. Das hat's kaputt gemacht. Nein, ich darf hier noch ein Fan. Ich seh's. Oh, der ist schon so heiß, der Steck Kerl. Ihn wieder rein. That was she said. Raucht ihr? Nein, das würde ich ganz ehrlich, das würde ich echt gerne mal wissen. Nee, also ich war, Entschuldigung, aber ich finde in unserer Generation ist das eh krass. Ich meine, ich habe manchmal das Gefühl, dass nach unserer Generation keine Kinder mehr kommen, weil wir davor gestorben sind. Alle mit 15. Ja. So mit 36 so. Das geht nicht weg. Warte, stopp. Aua. Ist das Haut? Ja! Ja. Nein, das ist. Nein, ich weiß schon, das ist da. Ja! Nein, das gehört da dran. In der Zwischenzeit hätten sie den sicher schon vergessen. Ja, klar. So. Ich bin übrigens auch auf Instagram. Verlinke dich in der Infobox, gell? Verlinkst du mich da? No. Okay. 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 Ah, ah, aua. Ah, ah, aua. Ein Zentimeter. Ist da jemand im anderen Zimmer? Poderius? Bist du noch da? Bruder? Bruder? Das sind übrigens mein Podian. Das ist nicht ihrer. Das ist meiner. Ich passe dich nicht an. Wer bist du eben? Was machst du in deinem Zimmer? Hä, was machst du zu Hause? Geh bitte, geh! Nein. Mir hat jemand geschrieben. Nein. Katharina? Nein, mein Problem. Ah. Ja. Ah. Ich weiß was. Ah. Ah. Nein, die fällt mein Auge bei mir drauf. Mal mein Spotify gucken. Magdalena, hier werden keine Chats vorgelesen. Nee, wir werden keine Chats. Oh, meine Nase. Oh, sie kommt von mir. Oh, jetzt kommt wieder das wehleidige Teil. Jetzt sind sie weg. Was hast du gemacht? Ja? Wie sie aussehen. Was hast du gemacht? Das ist wichtig. Aber es regt mich jetzt nicht.
Einfach Fresse halten. Ich meine, das Beste, weißt du was? Check24 präsentiert die Handysparwoche. Wir wurden übrigens gesponsert. Außer die Kathi, die checkt da nichts. Haha, ich bin funny, ich bin Magda. Als ein DNA-Test. Du bist so ekelhaft. Du bist eklig. Du bist eklig. Na, das ist voll. Okay. War das jetzt das Angelutschte, was du früher? Hab ich jetzt das Angelutschte damit auch angetan? Magda, ich hör's voll. Weiß ich nicht, wie es kommt. Da ist es doch. Das ist nicht angelutscht. Ist das angelutscht? War das nass? Sag mal, das beste Video auf meinem Kanal. Beste? Nein, das war so. Das DNA-Test-Video. Das nehmen wir wirklich so. DNA! Dass sie in meine DVD-Kiste so ein DNA-Stäbchen reingepackt. Das sind keine Ohrstäbchen. Jetzt nein, gut. Du sagst noch tschüss. Nein, ich will aber mein Handy holen. Nein, du hast alles verschoben. Oh oh. Das ist ganz schlecht, du. Dude, da ist ein Fleck drauf. Ja, nein, du verschiebst es anders. Setz dich hin. Okay. Jetzt muss ich wieder alles einstellen wegen dir. Wir warten jetzt. Nein! Also, ciao. Ja. Ich versuche gut auszusehen. Ich weiß schon. Versuch gescheitert. ja, tut mir leid wegen meiner schrägen Lache, Dude. Dude. Wir wollten das sagt es nicht die eine. Sagt es nicht die eine Turtle von Findet Nemo. Dude! Sagt die doch, oder? Das ist so eine englische Schildkröte. Dude! Die kommt aus Australien und die sagt immer Dude. So kennst du nicht das Haus bei Fanny? Dude, das ist ganz normal, Dude. So, Tiduli. Dude. Das ist Izzy. Guck, ich hab sogar Izzy da. Ja, ich weiß, wer Izzy ist. Ciao! Sorry. Ciao! Also, bis dann. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Kann es voll verstehen, wenn ihr keinen Bock mehr auf Videos mit mir habt. Aber ihr werdet euch nicht daran. Ihr werdet nicht daran vorbeikommen, wollte sie sagen. Also bis dann. Tüdelü. Tüdelü.